Hallo und herzlich willkommen zu meinem 9.8 Preview-Video. Ich möchte euch einen kleinen Einblick geben, auf was wir uns demnächst freuen können. Als allererstes möchte ich euch ein neues Gimmick zeigen. Personelle Reserven oder persönliche Reserven. Das sind bestimmte Missionen, die ihr abschließen könnt. Und ihr erhaltet, ich sag mal, Reserven, ja, die ihr aktivieren könnt. Wie hier zum Beispiel, plus 5% Erfahrung pro Kampf für die nächsten 6 Stunden. Das rangiert von klein bis hier unten haben wir Medium und hier oben haben wir Large. Warum die Reihenfolge gewählt wurde, keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr maximal plus 15% Erfahrung und so weiter euch holen, indem ihr einfach dann diese Mission, wahrscheinlich jetzt hier auf dem Testserver extrem vereinfacht, einfach nur einen Kampf gewinnen. Und ja, dann kriegt ihr halt diese Sachen, die ihr dann aktivieren könnt. Finde ich nicht schlecht. Es ist ein ganz, es ist nicht schlecht, dass Wargaming sich entschieden hat, da noch schöne extra Bonis den Leuten zu geben. Ja, als nächstes haben wir Clan-Statistiken. Das anscheinend noch nicht funktioniert. Oh doch, nur ein bisschen verzögert. Ja, Kämpfe. Ja. Ist, glaube ich, nichts Neues. Hier Bollwerke. Ja. Kann man haben, muss man aber nicht. Und dann für diejenigen, die bei dem Rekrutierungsprogramm dabei sind und Leute rekrutieren. Hier könnt ihr auf Details klicken und dann seht ihr eure Rekruten, die ihr da bisher an der Angel habt, könnt direkt einen Zug einladen und direkt sehen, wie weit diese Rekruten schon gespielt haben. Ja, das zudem eine weitere Neuerung sind HD-Modelle. Da fangen wir einfach mal an. Es sind nämlich ein ganz paar, 14 Stück an der Zahl. Begonnen. Beim IS-3. Warum kann ich jetzt nicht? Sehr interessant. Okay, ich werde mal das Spiel nochmal neu starten. Gleich wieder da. So, da sind wir auch schon wieder. Testserver halt. Okay. Fangen wir an. HD-Modell, IS-3. Ihr seht schon einen deutlichen Unterschied bei der Kanone vor allem, bei der Top Gun. Sieht recht schick aus. Richtiger Wummerbrummer. Hier hinten ein bisschen was. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann haben wir im Tier 5 Bereich die Su 85. Als ich die damals gefahren bin, war sie nicht schlecht. Sieht auch recht hübsch aus. Dann als nächstes Leopard 1, mein persönlicher Favorit. Leopard 1 ist einfach eine geile Maschine. Mit der Glattrohrkanone, oder? Ja, ne? Scheint so. Naja, gut. Ja. Ist halt HD-Modell. Sonst keine großartigen Veränderungen. Dann die Hummel. Auch recht schick. Auch hier innen drin recht schick. Ja. Als nächstes der M4A3E2
Schaumann Jumbo. Also die Bezeichnung, mein Gott, kann es ja etwas weniger sein. sieht auch recht hübsch aus. Ja, bin ich nie gefahren. Habe jetzt nur auf dem Testserver extra geholt. Nur um ihn euch zu zeigen, wie er in HD aussieht. Das gleiche mit dem Pershing. Auch schönes HD-Modell. Von allen Seiten recht hübsch. Dann haben wir den Super Pershing, der, glaube ich, zweimal schon verschoben wurde, weil diese extra Platten nicht ganz genau den Werten entsprochen haben. Jetzt endlich, endgültig, in einem fertigen HD-Modell. Sieht auch richtig gut aus. Vor allem hier beim Turm vorne die extra Platte, Panzerung. Das hat schon was. Und hinten, naja, sieht auch gut aus. Dann gehen wir weiter. M48A1 Patton. So. Eieiei. Sieht auch recht hübsch aus. Von vorne, von der Seite, hinten. Vor allem hier oben, in dem Kasten drin. Ja. Gehen wir weiter zum T32. Schöner Panzer. Auch sehr schön HD. Jo. Dann der Wolverine. Oder nein, M10 Wolverine. Ja, um das korrekt auszusprechen. Mit seinen Nieten oder was das sein soll, oder Schrauben hier überall. Wahrscheinlich ja Schrauben. Ja. Das war eine lustige Maschine. Hier hinten seht ihr noch die Munition, wie sie da gelagert wurde. Oh ne. Der viertletzte. Der AMX 5020. Ein guter Panzer, muss ich sagen. Bis auf die Gun Depression. Ah, und die Gun Elevation. Ah, das sind die zwei kleinen Punkte, die ich an diesem Panzer nicht mag, aber ansonsten ist es ein sehr zuverlässiger Panzer. Und nun jetzt auch in HD. Oh, sieht recht gut aus. Dann haben wir noch einer meiner Favoriten. Der Cromwell. Sieht wirklich schön aus. Dann der vorletzte Type T34 von den Chinesen. Auch jetzt in HD. Sieht dem Russen-Pendant sehr ähnlich. Und hier zum Schluss der Type 58. Sieht ein wenig ulkig aus mit diesem riesigen Turm, finde ich. Aber ja, okay. Warum denn nicht? So. Das war's doch schon von den HD-Modellen. Dann komme ich jetzt eigentlich zu dem Highlight dieses Patches. Das ist ein neuer Modus. Bis gleich. So, das sind wir nun. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass die Infos auf der Wargaming-Seite zu finden sind über diesen neuen Spielmodus, genannt Vorherrschaft oder in Englisch Domination. Ist ziemlich nett. Es gibt derzeit zwei Karten. Einmal die Ghost Town aus dem, die Karte aus dem Team Battles und eine komplett neue Map, auf der ich bisher noch nicht war. Ihr seht hier die Startpunkte, wo eure und die gegnerischen Panzer starten. Jeder von dem Team wird oder hat drei Flaggen, die sie in die jeweiligen Flaggenzonen hineinbringen müssen, um Punkte zu sammeln. Jede Flagge bringt 5 Punkte und jeder Kill
bringt einen Punkt. Außerdem könnt ihr, wenn ihr beschädigt seid oder kurz davor seid, zerstört zu werden, in so ein Reparaturfeld gehen. Es gibt insgesamt 4 Stück. Da werdet ihr dann in einer kurzen Zeit, ich glaube 5 Sekunden waren es, komplett repariert. Und dann könnt ihr gleich weiter kämpfen. Auch sind in diesem Test nur 3 Fahrzeuge verfügbar. Objekt 140, AMX 50B und der T110F5. Und hier unten steht es auch nochmal, wie viele Punkte vergeben werden. Plus 5 für jede Flagge, die ihr reinbekommt. Und plus 1 Punkt für jeden Kill. Ja, was ist denn jetzt das Besondere? Ganz einfach. Ihr könnt, wenn ihr sterbt, direkt mit einem dieser oder mit einem von den nächsten 2 Panzern, die verfügbar sind, gleich wieder ins Gefecht reingehen. Wenn ihr das tut, könnt ihr ganz normal spielen. Und wenn ihr den dann wiederum verliert, dann könnt ihr, je nachdem wie schnell ihr gestorben seid, entweder mit dem letzten verfügbaren oder mit eurem ersten Fahrzeug wieder einsteigen. Es hat nämlich, es dauert ungefähr 30 Sekunden, bis ein Fahrzeug wieder repariert wird. Und könnt dann einfach wieder in das Gefecht starten. Das macht ihr so lange, bis euer Team oder das gegnerische Team 150 Punkte zusammen erreicht haben oder das Team gewinnt, das die meisten Punkte innerhalb von 10 Minuten sich ergattert hat. So, und wie das nun im Game aussieht, werde ich euch gleich jetzt zeigen. Bis gleich. Ach so, hier sind wir nun. Ach ja, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 7. 10 gegen 10 Spieler. Es soll auch möglich sein, 15 gegen 15 zu haben. Hatte ich aber bisher noch nicht. Und wir sind hier auf der Ghost Town, Westerstadt. So, bis jetzt hat noch keiner von uns eine Flagge. Die werden dann sozusagen vergeben, sobald das Gefecht beginnt. Ein bisschen warten. Ups. Na? Hm. Da habe ich wahrscheinlich beim letzten Gefecht nicht richtig aufgepasst. Wir müssen. Aha, in die Mitte werden die Flaggen geholt. Derzeit eine Flagge. Ja, komisch. Aber ihr seht, derjenige, der die Flagge hat, auf der Minimap, hier mit dem kleinen Kreis gekennzeichnet, versucht jetzt in die Gegnerbase zu kommen sozusagen und seine Flagge da abzuliefern. Und um das zu erreichen, fährt er erstmal komplett rum. Na komm. So, jetzt haben wir eigentlich einen Punkt. Warum haben wir keinen Punkt? Wir haben noch einen gekillt. Da muss Wargaming wahrscheinlich noch ein bisschen dran arbeiten. Ein wenig buggy, aber ist noch zu verkraften. In dem Spiel davor hatte ich nämlich, oder hatte jedes Team 3 Flaggen. Ich helfe, versuche jetzt, unserem Team mitzuhelfen.
mehr oder weniger zu helfen. Ich habe die Flagge und ab geht's, ab geht's. Ich muss nur noch, ich muss nur hier reinkommen. Nein, lass mich, lasst mich, lasst mich. Ich muss hier rein. Oh, oh. Ich hab's drin, ich hab's drin. Ja. Ich hab die ersten Punkte, die ersten Flaggenpunkte reingeholt. So, jetzt habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, einen Panzer innerhalb von 10 Sekunden auszuwählen. Wir nehmen etwa den AMX-50B. Und zack, sind wir wieder im Spiel. Und können gleich weitermachen. Aber, ja, ist noch ein wenig buggy. Also oben in der Leiste, hier oben, müssten eigentlich schon Punkte zu sehen sein. Ja. Buggy halt. Und ich hab die Flagge wieder. So. Ach je. Reparieren tue ich jetzt nicht noch. So. Jetzt versuche ich. Hier unten durchzubrechen. Attacke! Oh, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ich muss zur Flagge! Und Katschinga! Flagge drin! Panzer tot! Und nächster Panzer! Hier in der Zwischenzeit, wo ich jetzt die Flagge wieder reingebracht habe, habe ich jetzt den nächsten Panzer freigeschalten. Nicht wieder freigeschaltet, sondern der ist einfach wieder repariert. Und wir können hier einfach wieder losziehen. Jetzt muss ich wieder in der Mitte jemand die Flagge holen. Unser lieber AMX-50, den ich jetzt unterstützen werde. Schade. Oh, ausgezeichnet. Jemand holt sich die Flagge. Geh's weg von meinem Flaggenheini. Bam. So, leider haben wir unseren Flaggenhandy verloren. Oh nein! Oh nein! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh! Nein, nein, nein! Gleich wieder rein, gleich wieder rein! Komm schon, 7 Sekunden! 6, 5, 4, oh! Komm schon, komm schon! Und rein geht's! Attacke Marsch! Wir müssen den Flaggenhandy vom Gegner töten, bevor der Punkte einkassieren kann für sein Team. Ah, ich würde zu gerne wissen, wie der Punktestand ist. Okay, Flaggenheini von uns jetzt. Ich versuche ihm zu helfen. Oh, wieso denn Ricochet? Ah, der wäre weg. Base defended. Wuhu. Haben wir gewonnen? Es sind 10 Minuten schon wieder um. Hey, 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 hey. Okay. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Und hier seht ihr jetzt die persönlichen Reserven, die ihr freigeschalten habt. Plus 10% freie Erfahrung, plus 10% mehr Credits, plus 10% Crew Experience, mein Gott, und plus 10% Erfahrung. Jo, wie sieht es dann jetzt hier aus? Ihr habt hier die Möglichkeit, All, als auch auf die einzelnen Vehikel zu klicken und zu sehen, was ihr gemacht habt. Im Team Score seht ihr den Schaden, den ihr gemacht habt, die Erfahrung
Und die Kills, genau. Hä? Nee, was ist denn das? Sorbenor. Das sind wahrscheinlich eure eigenen vernichteten Panzer. Oh je, das ist ja geil. Ich habe 72 Victory Points verdient. Oh, oh, oh. Und hier steht's. Victory Points. Ist die Main Resource in Battle. Plus 1 für ein zerstörtes Vehikel. Und plus 35 dafür, dass ihr die Flagge reingehauen habt. Sehr nett, sehr nett. Detaillierter Report. Habt ihr auch wieder die Möglichkeit, alle und gesamt zu sehen. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, die einzelnen Vehikel euch anzuschauen, was ihr gemacht habt. Wie viel das jeweilige Vehikel verdient hat. Und ich muss sagen, dass das ziemlich geil ist. Die Erfahrung, die man hier verdient bei einem Sieg, sind nicht schlecht. Und ja. Dieser Modus hat auf jeden Fall Potenzial. Gut, das war's auch schon. Wenn euch was gefallen hat, dann kommentiert das Video bitte. Freut ihr euch auf diesen neuen Modus? Und liked das Video bitte und abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.